Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Beim letzten Mal haben wir uns ein richtig mega geniales Dach gemacht und wir haben uns diese Sandtarnung entworfen. Ist das nicht geil? Wir haben uns einfach mit Sand beklebt oder sind eher in so ein bisschen Klebstoff gesprungen. Und dann dachten wir uns, ja komm, jetzt so ein bisschen Sand, ne? Das wäre ja eine richtig fette Party für uns. Haben wir gemacht. Ne, haben wir gesagt und getan, ne? Jetzt sind wir hier so ein bisschen Sandtarnung-mäßig unterwegs. Vielleicht finden wir ja einen Strand, wo jede Menge Gold ist und jede Menge Gegner. Dann können wir uns tarnen. Dann setzen wir uns unseren fetten Helm auf, der einfach aussieht wie eine neue Frisur. Und dann wird alles gut. Dann wird alles wunderbar. Und irgendwie sieht das mit dem Haus noch ein bisschen komisch aus, ne? Von wegen dem Gedönse hier kann man nicht... Moment mal, man kann doch jetzt Leitern bauen, oder wie war das? Konnte man Leitern bauen? Leitern. Ich habe irgendwie in Erinnerung, man konnte Leitern bauen. Also schon mal Zäune, das ist schon mal pornös, ne? Will ich mal so sagen. Kann man Leitern bauen? Bitte sag, man kann Leiter bauen. Was ist das denn? Okay, hier ist schon mal... Ah, werfe eine climbbare, climbable Linie. Okay, eine climbable Linie. Meinst du, Deutsche können Denglisch besser verstehen? Also so eine Kombination aus beidem. Warte mal, hier haben wir Fackeln, eine Dreckwand. Boah, die Dreckwand. Ah, die bringt mich schon echt ins Grübeln. Vielleicht sollten wir die mal nehmen. Was ist mit der Tür hier? Sieht die irgendwie special-mäßig aus oder kann die was Besonderes? Gucken wir gerade mal. Was passiert, wenn ich die hier hinstelle? Geht nicht. Was passiert, wenn ich die hier hinstelle? Einmal gerade mitnehmen. Danke. Und jetzt stellst du die Tür dahin. Achso. Wow. Wow, die hat ein Fenster. Vielleicht hält die ja besser. Die verwenden wir gerade einfach mal für den ganzen Scheiß hier unten. Wow, ein Mädchen. Was geht ab, Mädchen? Du hast weniger Leben als die anderen. Aber willst du nicht trotzdem in mein Haus reinkommen, damit wir keine Runde knutschen können? Denn ich meine, wir haben ja hier auch nicht die jüngeren Zuschauer, deswegen kann ich darüber ja ruhig reden, weil es da nicht so ist. Guck mal, jetzt oh, ja, Meister, dann haut sie wieder ab. Ja, also, nur fürs Protokoll. Ne? Meine Anmachsprüche klappen ansonsten immer wunderbar. Wollte ich nur mal sagen, ne? Also nicht, dass ihr hier denkt, was für ein Trottel. Ich meine, ich bin ein Trottel, ja. Das stimmt schon irgendwo, aber auch nicht so ein Trottel, ja? Das wollte ich dir nur mal klargestellt haben. Ich teste gerade mal so ein paar Sachen aus, die geil aussehen sollen, aber die wahrscheinlich nachher wieder aussehen wie so ein kleines Stück Scheiße. Man frage sich warum, ne? Man frage sich warum. Und ich habe 500 und irgendwie 25 Holz oder wie auch immer so viel gehabt. Das ist brutal. Das ist brutal anal oder anal brutal. Ich habe mir einfach gerade mal 100 Stück. Ich hoffe mal, man kann das nicht irgendwie schneller machen, denn ansonsten... Ah, 99 ist hier Maximum. Oh Gott, was macht ihr denn da draußen immer? Was habt ihr gegen die ganzen Hasen? Ihr bombt die immer durch die Gegend, als wärt ihr bekloppt im Kopf, ey. Was haben die Hasen euch getan? Wow, man kann den hier machen. Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Kann man... Ja, das sieht mega pornös aus und so, ne? Kann ich das hier wieder... Warte mal, was? Man kann die bewegen? Das ist ja... Wait, geh da weg! Was machst du? Willst du die mit mir anlegen? Du willst dich mit mir anlegen? Ich meine damit, du aus Marvel, du stellst dich einfach direkt neben mich. Du provozierst doch hier irgendwas. Was willst du denn damit provozieren, huh, Wade? Was willst du damit provozieren? Willst du damit irgendwas Spezielles erreichen oder sowas? Nee, ich will dich nur nerven. Ja, das kriegst du super hin. Das kriegst du richtig toll hin. Was bringt mir das jetzt eigentlich? Wenn ich hier springe, stehe ich auf dem Fenster. Yeah, Wade! Guck mich an! Das sieht aber eigentlich geil aus. Wenn du dich dann hier drauf stellst, kommst du hier nicht mehr raus. Das ist nicht das, was so geil ist. Sondern, was so geil ist, das erzeugt die Illusion, als ob das hier hinten rausgeht. Weil du stehst dann halt hier drinnen und so. Müsste ich eigentlich nur noch ein bisschen höher machen, oder? Was ist, wenn ich das Fenster jetzt nur einen höher machen würde? Wird das geil aussehen? Was ist das denn? Ach so, ja, das ist die Karte im Hintergrund. Überraschung. Volltrottel. So, Moment mal, habe ich hier noch irgendwo... Was? Wow, eine Glaswand. Ja, wenn das nicht geil ist. Und guck mal hier, so ein geiler Grabstein, ne? Alles richtig pornös. So, warte, wenn ich das jetzt wegmache, oder kann ich das irgendwie damit wegboxen? Ich glaube, das muss ich sogar. Ja, das muss ich damit wegboxen. Alter, geht das jetzt schnell? Heilige Kacke, da komme ich nicht hinterher. Nicht so schnell, bitte. Ein wenig langsamer. Da unten habe ich den Scheiß. So, einmal bitte gerade hier vorsichtig rein. Dankeschön. Und jetzt die Glaswand da oben rein. Wow, das ist viel zu viel. Ist das nicht toll? Das ist einfach viel zu viel. So, du stellst dich... Oh, wir können den Boden... Oh, geil, wir können den Boden verkleinern. Leute, das neue Update. Das macht mich fertig. Das macht mich förmlich fertig, weil es so geil ist.
Guck dir das an. Ist das nicht schon fast pornös? Das ist pornös, oder? Sagt's mir. Das ist pornös. Richtig. Pornös. Guck mal, so können wir richtig Platz sparen. Ist das nicht geil? Kannst einfach den hier machen und dann passt das da hinten nicht mehr. Boah, ist das geil. Vielleicht, achso, wenn ich den hier mache, dann passt das wieder. Wow, das sieht richtig hammermäßig aus. Nur dann, oh, die Truhe kann ich ja leider nicht einfach mal so eben wegpoppen. Was ist das denn? Ein Eichhörnchen. Wow, meinst du, die sind aggressiv? Ich habe immer so meine Probleme mit Eichhörnchen. Mach jetzt wahrscheinlich die Tür auf. Es will mich umbringen. Genauso läuft das mal mit mir und Eichhörnchen. Die sind einfach nur fies. Die sind gemein, brutal und scheiße. Aber nur zu mir. Warte mal, das sieht irgendwie kacke aus. Kann ich das... Warum geht das nicht? Ja, toll. Das ist wieder... Das ist wieder so eine Tücke hier. Das sieht komisch aus. Guck mal hier, ich kann den Howard da oben nerven. Oh, jetzt läuft er weg. Habe ich keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da keinen Bock drauf hast. Irgendwie sieht das komisch aus, oder? Sieht das komisch aus? Ich fand, vorher sieht das irgendwie besser aus, oder? Ja, so sieht das geil aus. Hör mal. Machst einfach alles kaputt. Mein Gott, jetzt muss ich alles wieder zurückprügeln. Du bist der Beste, Nico. Du bist einfach... Ja, gut. Und jetzt hau die Holzwand dahinter weg. Das ist noch viel besser. So musst du das machen. Ja, das ist genial. Vielleicht sollte ich den Scheiß hier nicht im ganzen Haus machen, sondern nur an bestimmten Stellen. Kann ich hier vielleicht mit... Nee, Rechtsklick draufhauen. Geht nicht. Oh, guck mal, jetzt wieder hier sich durch die Gegend bomben, ne? Wow, ist das nicht toll. Guck mal hier, ich kann jetzt so ein paar Blöcke nach oben legen. Das finde ich ganz toll. Ja, das glaube ich, dass du, kleiner Spackenhinterwäldler, hier das ganz toll findest. Was verkaufst du eigentlich heute? Warte mal bitte. Na, ich hoffe, du dünnes Hemd bist nicht das Einzige, was zwischen Cthulhus Auge und uns steht. Was ist Cthulhus Auge? Ist einer im Kopf? Ich könnte dir gleich Cthulhus Auge hier. Verströmt beim Tragen Licht. Ist nur ein bisschen teuer, ne? Wow, minus ein Bereich. Das sind ja richtig tolle Sachen. Ach, das sind die, die ich dir gegeben habe, oder? Komm, hier willst du einen Grabstein kaufen? Hier, bitteschön, schenke ich dir. Hier hast du noch einen Grabstein. Wow, ist das nicht toll? Du schuldest mir noch 50 Milliarden Gold. Mehr ist das nicht. Ja, ich weiß, ich habe heute Schnäppchen. Mir fällt gerade auf, ich habe so viele Pfeile verloren. Das ist krank. Das ist nicht mehr feierlich. Ich habe so viel verloren, Howard. Und du willst mir jetzt noch so viel Gold aus der Tasche ziehen. Dummer Mitleid. Fette Sau. Das gibt's doch gar nicht. Keiner hat hier Mitleid. Ich finde das nicht lustig. Absolut nicht. Warte mal, wie soll ich das denn jetzt hier oben rechtfertigen? Achso, dann muss ich das jetzt hier wieder nach oben prügeln. Alter, das ist so viel. Es ist so viel, was ich hier wieder nach oben prügeln muss, weil ich hier Scheiße gebaut habe. Warte mal, aber das könnten wir nicht nach oben machen. Okay, das ist wundervoll, das ist wundervoll. Ich dachte, wir könnten das da oben dran kleistern. Ist euch klar, dass wir 8 Minuten dabei sind und nichts außer Verschönerungsarbeiten hier gemacht haben? Das ist doch geil, oder? Verschönerungsarbeiten sind doch das A und O. Vielleicht, wenn ich hier rechts drauf prügel. Ach, guck mal, dann geht's... Nee, nicht schneller. Das war genau gleich schnell. Kann man nicht hier einfach das Ding jetzt nach oben klappen oder sowas? Oder das andersrum machen? Guck mal hier, das wäre doch geil, oder? Nee, wär's nicht? Okay, nee. Wenn das nicht geil wäre, dann wäre das nicht geil. Vielleicht, wenn ich die Teile einfach wegmache, das würde auch, glaube ich, besser aussehen, als das jetzt tut. Ich finde es ganz gut, dass die das jetzt ein bisschen separatiert haben, dass du das jetzt zum Beispiel nicht mehr damit weghauen kannst. Finde ich ganz geil. Weil dann muss ich mir nicht mehr so viel Sorgen machen, dass ich hier mein ganzes Haus zerstöre und das eigentlich gar nicht will. Stell dir das mal vor, das passiert die ganze Zeit. So, bevor ich den ganzen Scheiß jetzt hier wieder zurückknüppel, das mache ich einfach später offscreen. Das geht ja auch, ne? Nee, wir wollen nicht, dass du irgendwas offscreen machst. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid, ich mache das ja nicht mit Absicht. Mann, oh, ihr seid manchmal mal so gemein. Da unten ist aber noch jede Menge Zeugs drin. Können wir jetzt das ganze Holz zusammentun? Das wäre sinnlos, denn so haben wir einfach einen 250er-Stack. Das ist besser, als wenn da ein 50-Triaden-Stack drin ist und ich 50 Triaden mal draufklicken muss, um das schneller wiederzukriegen. Hier, wow, was ist das denn? Silberkurzschwert. Das ist aber nicht zum Schwingen, oder? Nee, leider ist das nicht zum Schwingen. Was ist das denn? Warte mal. 8 Schaden? Wie viel macht das? 9 Schaden! Her damit! Das ist ja genial! Das ist das Beste, was mir passiert ist seit meinem Tod! Seit meinem Tod. Wow, die Öfen sehen so geil aus. Was liegt denn da drauf? Guck mal, da liegt irgendwas drauf. Hallo. Was ist das, was da drauf liegt? Dürfte ich das bitte sehen? Nein, darf ich nicht. Okay. Wenn ich das nicht sehen darf, dann ist ja auch alles in Ordnung, ne? Dann ist alles in Ordnung. Hier lassen wir unten einfach nochmal eine neue Etage bauen, denn das hier oben will ich jetzt nicht gerade alles umbauen. Das können wir auch noch verwenden. Aber vorher können wir uns einfach hier so ein schickes Loch reinhauen, ne? Das ist doch... Das sieht doch schon fast aus, als ob das geplant wäre. Und hier lassen wir mal anfangen, das mit Steinen zu machen. Hatten wir nicht oben Steine? Warte, ich... Au! Voll gegen die Decke gejumpt. Das muss ein bisschen wehtun. Kann man jetzt hier eigentlich auch durchspringen? Ich glaube nicht, oder? Au! Voll dagegen gebombt. Das müsste eigentlich durchbrechen bei der Größe. So, warte mal, Steinwand.
Graue Steinziegelwand. Das müsste die doch sein, oder? Oder ist sie ein bisschen dunkler als der Rest? Warte, ich guck gerade mal. Wenn ich das hier unten einfach mal so aus Spaß wegmache. So, wie sieht denn das aus, wenn ich das wegmache? Einfach mal hier so ein Loch reinhauen, ne? Das sieht schon mal... Das sieht geil aus. Das können wir so lassen, oder? Das sieht doch hammermäßig aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Warum schreit ihr mich denn an? So, einmal hier. Das geht sogar. Kann man die auch in hell machen? Das wäre auch ganz geil. Hallo? Gibt's die in hell? Vielleicht, wenn ich hier auf den Tisch gehe. Guck mal, dann kann ich durch die Wand durchgreifen. Die gibt's auch in hell. Ich weiß. Ich glaube, ich mache die in hell, oder? In hell sieht das irgendwie ein bisschen besser aus. Warte, dann nehme ich mir gerade mal so ein paar Steinchen hier raus. Denn ich werde davon jetzt einige brauchen. Warte, dann kann ich ja einfach... Nee, kann ich nicht da unten hingehen, denn da habe ich leider nicht... habe ich keine Werkbank. Hier oben habe ich auch keine. Das heißt, die muss ich wieder so ein bisschen umdisponieren. Das, was ich eben ruiniert habe, wieder rückgängig machen. So, wundervoll. Und wo ist meine Werkbank? Da unten irgendwo versteckt. So, du gehst einmal wieder hier hin. Piu. Danke, das ist sehr nett von dir. Ich könnte die auch mit nach unten nehmen, ne? Um mir so ein bisschen Zeit zu sparen. Aber nö, hör mal, wieso denn? Warte mal, graue Steinziegel. Ach so, ah, okay. Ich mitleid, warum ich die nicht genommen habe. Und zwar, warte mal, wenn ich das Ding nehme, brauche ich dafür was? Dafür brauche ich einen grauen Steinziegel. Wie viel habe ich denn davon? Was geht denn da jetzt gerade? Ach so, die da unten. Ach, das sind einfach nur die ganz normalen Wände dafür. Ah, und daraus werden die dunklen gemacht. Und warte mal, wenn ich jetzt die dunklen hier habe... Kann ich aus 4 Stück... Oh, ich hab's außerdem gemacht. Kann ich jetzt die hier machen? Alter, das ist so mega kostspielig, Mann. Wie sehen die aus? Bitte sag, die sehen mega brutal geil aus, damit ich das irgendwie rechtfertige. Wow! Achso, das ist einfach nur ein ganz normaler Stein. Ah, okay, das ist eine Rückmachmöglichkeit. So ist das. Und ich sehe das hier die ganze Zeit falsch, weil ich ein Vollarsch bin. Stell dir das vor, ich bin ein Vollarsch. Ich hätte damit noch nicht gerechnet. Kann ich das auch irgendwie geiler aussehen lassen? Wie eine Steinwand. Nee, ich muss das so dunkel haben. Okay, wenn ich das so dunkel haben muss, dann lasse ich das eben so. Junge, jetzt klick hier nicht durch wie so ein Behinderter. Behinderter. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber wenn das so ist, ne, dann ist das so. So, jetzt machen wir hier so ein bisschen Verschönerungsarbeiten, bevor Luca hier wieder angerannt kommt. Jetzt, warte mal, was habe ich denn jetzt? Oh, ich habe Steinwände gemacht. Ja, ich bin ein Idiot. Das mache ich gleich in der... Junge, was zur Hölle? Ich muss jetzt hier ganz normale Steine machen. Wie mache ich die? Da unten? Mache ich die damit? Warte mal, Steinwände? Okay, damit mache ich Steine. Oh, du hast keine Ahnung, wie dieses dämliche Spiel funktioniert. Howard, verurteile mich nicht. Du dämlicher Vollsack da oben. Du weißt doch gar nicht, wie dieses Spiel geht. Nur weil du tolle Sachen zu verkaufen hast, die kein Mensch braucht. Mach dich über mich lustig. Finde ich scheiße. Ich glaube, dafür brauche ich einen Ofen, oder? Brauche ich dafür einen Ofen? Wahrscheinlich. Geh ich mal nach hier unten. Vielleicht geht das jetzt. Wow, ein grauer Steinziegel. Da ist er doch. Kann ich irgendwie hier draufklicken, um das schneller zu machen? Mach schneller! Achso, man kann mit beiden Tasten. Okay, dann. Spam ich! Yeah, mach schneller! Ich bombe hier gerade meine ganzen Steine weg. Meine ganzen Vorräte, die ich über die Jahre... Oh, der arme Hase. Die ganzen Vorräte, die ich über die Jahre gesammelt habe. Aber bin interessiert da schon, ne? So, ich lasse mir mal 100. Denn ansonsten werde ich mich selber umbringen. Und das wollen wir nicht, oder? Doch, das wollen wir. Nein, das wollt ihr nicht. Wieso wollt ihr das? Junge, hör jetzt auf, bitte. Sie haben dir nichts getan. Wieso tust du das nur? Okay, warte. Damit können wir das machen, ne? Genau, dann machen wir jetzt hier nochmal Spam, wie so ein Bekloppter. Wie so ein Crazy Verrückter. Wenigstens kriegen wir da 4 auf einmal raus. Dann machen wir jetzt auch hier, bis wir noch 100 Stück davon haben. Dann sollte das, glaube ich, ausgewogen reichen, oder? Alter, es hat viel. So, 100 Stück, wundervoll, die können wir dann auch noch hier mit reinmachen. Können wir den ganzen Keller aus Stein machen, denn ich meine, so ein Keller aus Holz, ne? Sieht erstmal genauso aus wie der Dreck da unten, aber egal, hör mal, das sieht viel geiler aus. Was sagst du hier, das wird genau gleich aussehen, das sieht nicht genau gleich aus, sieht viel geiler aus, richtig pornös und so. Und vor allen Dingen kannst du die Wand jetzt auch direkt wieder weghauen, ja, das machst du wundervoll. Was passiert, wenn ich die jetzt hier schon mit reinbaue? So, gucken wir mal. Geht das schon? Ach, guck mal, das reicht schon. Das ist nicht wundervoll, da spart mir das Spiel so ein bisschen Zeit. So, hier einfach wunderschön alles zumachen. Das sieht so ein bisschen dunkel und modrig aus, aber schlecht ist das nicht, oder? Oder findet ihr das schlecht? Ich finde das schlecht. Ja, ich finde das auch schlecht. Warum ist da unten Gras? Gras. Oh, ich brauche Gras. Gras wäre wundervoll. Nein, eigentlich wäre Gras gar nicht wundervoll. Kinder, kein Gras rauchen. Ich habe ehrlich gesagt selber auch noch nie Gras geraucht. Nee, jetzt ganz im Ernst, ich habe noch nie Gras geraucht. Pussy.
Bin ich jetzt stolz drauf, dass ich noch nie Gras geraucht habe. Ich bin clean. Und du auch. Die Straight Edge Society. Da kommt selbst Wade wieder ins Haus, weil er sich da glatt einscheißt. Wie, der hat nicht geraucht. Ich rauche jeden Tag. Was soll das? Der Spacken ist immer besser als ich. Dann kann ich nicht tolerieren. Natürlich kannst du das nicht tolerieren. Weißt du, wieso du das nicht tolerieren kannst? Weil du ein Kackboom bist, Wade. Tut mir leid, es dir so auf diese Weise sagen zu müssen, aber du bist einfach ein Kackboom. Ich bin kein Kackboom. Aber das kennen wir doch irgendwoher. Von der South Park-Folge von WoW. Geh da weg, du Kackboom. Ich bin kein Kackboom. Oh, tut einem ja fast leid. Achso, das Ding muss sowieso weg. Warum mache ich mir hier die Mühe und gucke das doof an, als ob ich das wieder hinmachen sollte? Denn da machen wir dann einfach die Steinwand mit hin. Das wird so viel besser aussehen als vorher. Dann werde ich mich wieder fühlen, als ob ich irgendwas erreicht habe. Denn ich meine, wenigstens haben wir ein Haus. Das können wir nicht verlieren, oder? Oder meint ihr, da kommen irgendwann zukünftige Updates, wo irgendwelche explosiven Scheißviecher, genannt Creeper, hier durch die Gegend fliegen und alles kaputt bomben? Das wäre toll. Das wäre genau das, was passieren sollte. Genau das soll passieren. Liebe Terraria-Entwickler, macht bitte Creeper hier rein, die alles von mir kaputt machen und mir die Hoffnung nehmen, dass ich irgendwas geschaffen habe. Also alles das, wo ich mich drüber freue. Yay, guck mal, das hast du geschaffen. Das kann dir keiner wegnehmen. Dann komm ich einfach und nehme mir das weg. Wäre das nicht, das wäre doch geil, oder? Da würdet ihr euch doch direkt wieder einen Ast lachen. Das wäre super mega geil. Und ich hau hier Sachen weg, die nicht weg sollen. Wieso kriegt man eigentlich nichts aus der Erde wieder? Das ist ja fast richtig schade. Richtig schade ist das. Nö, nö, nö. So, ich mache jetzt erstmal so eine schöne Umrandung, denn wir sind schon wieder bei 16 Minuten. 16 Bauminuten. Statt nicht eine geile Sache. Nö, wir wollen Kampf sehen. Ja, gibt's in der nächsten Folge, kein Problem. Oder in der übernächsten Folge. Nein, in der nächsten Folge. Ich lade jetzt gleich ein Luca-Beet ein. Und dann gehen wir schön in eine Mine und holen das Zeug wieder, was ich sowieso schon hatte. Wieso tust du mir das an, Terraria? Ich weiß es nicht. Ich kann mir nichts daraus bilden, wieso du mir das antust. Ich verstehe es nicht. Was habe ich dir getan? Ich let's play dich und du hasst mich dafür. Weißt du überhaupt, wie es ist, wenn man let's played wird? Es ist, als hätte man eine Hand im Arsch. Und zwar ohne Gummihandschuh. Und was wäre daran jetzt besser, wenn du einen Gummihandschuh hättest? Es wäre hygienischer. Nein, wär's nicht. Wär's nicht. Doch, wär's. Nein, wär's nicht. Du hast doch keine Ahnung. Ich unterhalte mich hier mit einem fiktiven Spiel. Das Spiel ist nicht fiktiv, das existiert. Wir spielen es gerade, ja? Also halt mich nicht für verrückt! Ich bin nicht verrückt. Soll ich hier ein Fenster reinbauen? In der Erde, ne? Das wird volle Kanne realistisch aussehen. Einfach in der Erde so ein Fenster und da ist nichts. Das wird eigentlich einfach nur sagen, dass wir hier auf so einem Berg sind und das wird volle Kanne behämmert aussehen. Deswegen lasse ich das mit dem Fenster, das ist eine Schnapsidee. Aber schön, dass ich es angesprochen habe, ne? Es haben bestimmt welche... Mach ein Fenster oder ich deabonniere dich! Okay. Ja, dann mache ich ein Fenster. Ich will mal eigentlich kein Fenster haben. Mach trotzdem ein Fenster, sonst abonniere ich dich. Ja, okay, dann mache ich ein Fenster, okay? Bist du dann zufrieden? Ja, auf jeden Fall mehr, als wenn du keins machst. Wow, da hast du aber Glück gehabt, mein Freund. Das war mal eine ordentlich knappe Sache. Wow, sieht das nicht geil aus jetzt hier unten? Das sieht auf jeden Fall richtig pornös aus und alles. Ich würde auch mal sagen, mit dieser Pornösigkeit... Pornösigkeit? Ist das überhaupt ein Wort? Kann man das verwenden? Irgendwie? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Mit dieser Pornösigkeit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn wir hier einfach nur so ein paar Sachen abgebaut haben, ne? Das wird euch schon gefallen haben, oder? Das wird doch schon richtig geil für euch gewesen sein. Das ist die Erfahrung eures Lebens. Ihr sitzt hier die ganze Zeit, jeden Tag davor und sagt, Nico, heute wird es wieder Zeit, dass du hier ordentlich einmal das Haus umbaust. Ne? Das haben wir noch nicht schon tausendmal gesehen. Aber ihr müsst auch die Seite sehen. Das lässt mich so dastehen, als ob ich irgendwas geschafft hätte. Und zwar ein Haus zu bauen. Und ist das nicht das Größte, was wir machen können? Hier nicht wieder hochzukommen? Das ist das Größte, was wir machen können, oder? Lasst mir wenigstens diese eine Sache. Dass ich zu doof bin, irgendein Haus vernünftig zu bauen. Hier haben wir zwei Treppen. Wow, man kann jetzt sogar Treppen bauen. Statt nicht geil. Vielleicht bauen wir dann hier einfach so eine Treppe nach oben. Dann kommt man nur leider von einer Seite nicht rein. Würdest du bitte aufhören, gegen meine neue Tür zu hämmern? Die ist neu, du Vollsack. Die ist neu. Hör auf damit. Wieso tust du das? Mein Gott. Wir haben alle keine höflichen Umgangsformen hier mit mir. Komm einfach rein, wollen mich verprügeln. Aber ich will das nicht. Ich will das nicht. Sie machen es immer wieder. Geh weg da draußen. Will ich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nee, ich will nicht. Nein, komm hier. Jetzt ist komplett zu. Oh nein, was willst du tun? Willst du gehen? Das ist eine gute Idee. Komm hier, dann lass es jetzt auch noch so aussehen, als ob das geplant wäre. Denn das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ich das jetzt hier unten wegmache,
wird das geil aussehen. So ein kleines Mini-Dach, ne? So ein kleines Mini-Dach. Mit dem kleinen Mini-Dach würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, meine Lieben. Und bis dann. Ciao.